Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einem Vlog aus Deutschland. Wir sind zurück, das habe ich euch im letzten Video, ja, da habt ihr halt gesehen, unsere Rückreise. Und wir sind jetzt schon ein paar Tage hier. Ich habe jetzt jeden Tag ein Video online gestellt. Ich hatte die nämlich schon vorgedreht in Ungarn und habe sie dann hier erst geschnitten und hochgeladen. Also wir sind schon länger hier zurück, als ihr dachtet. Und ja, wie geht's uns jetzt hier? Bernd ist arbeiten, heute ist Samstag. Es ist jetzt Mittagshitze, 13 Uhr. Wir haben 36 Grad heute hier in NRW oder hier zumindest bei uns im Ort. Wir waren, also Calvino und ich waren schon mit Miss Murphy gerade eine große Runde, also bevor die Mittagshitze war. Und der schläft auch sehr viel. Und ich, Leute, also gestern war ja Freitag. Bernd hatte den Vormittag noch frei und dann Calvino hat ja jetzt Schulwechsel. Der kommt jetzt in die 5. Klasse und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen vormittags die ganzen Schulsachen eben einkaufen in die Stadt zu Fuß und dann ist die Schule ja nicht weiter, nicht viel weit weg, die weiterführende. Dann gehen wir einmal zu Fuß gemeinsam dahin, damit wir den Weg halt so reinkriegen. Calvino kennt sich hier auch aus, ist jetzt ja nicht so, dass es für ihn völlig neu ist, aber halt einmal, dass wir den nochmal zusammen gegangen sind, den Weg. Und ja, das haben wir auch gemacht. Ich habe mein Ziehwägelchen mitgenommen, dieses so ein Oma-Wagen-Ding, ne, damit ich da die ganzen Schulsachen drin transportieren kann. Wir sind um 9:30 losgegangen und das war so heiß schon. Das war so heiß. Ich hatte dann auf dem Rückweg richtig Wasser in die Beine, unten so in die Waden und in die Füße und in die Hände und Unterarme. Muss man viel träumt ganz wild. Und ich weiß, die werden nicht geplatzt, das ist mir schon klar, aber ich habe das Gefühl gehabt, die platzen gleich auf. Ich habe ja hier immer meinen Ehering und den Verlobungsring dran. Und die konnte ich gar nicht mehr bewegen. Die waren so fest. Ich habe die dann nachmittags hier abbekommen, Gott sei Dank mit Seife. Wir sind dann ja noch nach Hause natürlich gelaufen. Mit letzter Kraft. Ich habe echt gedacht, boah, das war so schlimm. Ich breche gleich hier zusammen. Ne? Ich war richtig schlapp. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe mir hier, oder wir alle sind nach Hause gegangen, habe mich Füße hochgelegt, habe mir so Wasser gemacht und erstmal bestimmt 1 Liter getrunken. Und Beine hochgelegt für eine halbe Stunde, Stunde und dann ging es, dann hatte ich wieder ein bisschen Kraft und konnte hier ein bisschen sein einfach. Nicht denken, oh mein Gott, ich kippe hier gleich weg. Ja, ich habe die Rollos alle runter den ganzen Tag. Nachts machen wir Fenster auf, tagsüber alles zu. Calvino ist auch in seinem Zimmer, also normal mag ich ja die Hitze, aber jetzt im Moment. Dann habe ich Migräne, das hatte ich auch einen Tag in Ungarn schon, wo Bernd mir das Blutdruckmessgerät geholt hat. Da hatte ich auch, da lag ich den ganzen Tag im dunklen Zimmer, weil Laufen war ätzend, Licht war ätzend, Reden war ätzend und so. Also ich hatte richtig so einen hämmernden Schmerz, es war richtig fürchterlich und normal habe ich gar keine Migräne. Und jetzt hatte ich das gestern auch wieder, nicht ganz so stark wie in Ungarn und heute auch, aber nicht so extrem, also schon wieder besser als gestern, ja. Ist halt ab und zu so, oh, ja, egal. Ein Jammer-Video aus Deutschland. Sorry. Ich habe jetzt heute, also gerade den Haushalt gemacht, gesaugt und so, aber alles ganz langsam und gemächlich. Wir haben 27 Grad hier bei uns in der Wohnung. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das so verpackt mit dem Wetter, was ihr so macht. Und wie ihr das aushaltet, wie ihr das vertragt. Wir haben ja so Tücher, das kann ich euch mal zeigen, hat jeder eins. Ich meine, hier in der Wohnung brauche ich das nicht. Ich muss jetzt Gott sei Dank diese Woche noch nicht arbeiten, aber nächste Woche. Und da werde ich das Tuch auf jeden Fall benutzen. Die haben wir letztes Jahr geholt und die sind mega toll. Hat jeder eins von uns. Und da haben wir auch vielen Menschen schon geschenkt. Diese. Das sieht aus wie so ein Putzlappen. Die gibt es in verschiedenen Farben. Und die kann man nass machen. Und wenn die dann nass sind, dann schüttelt man die so. Und dann sind die kalt. Die sind dann richtig kalt. Und sobald die Körperwärme angenommen haben, also ich lege mir das dann immer so über die Schulter,
Sobald die Körperwärme angenommen haben, schleudert man die einfach nochmal aus mit Luft und dann sind die wieder kalt. Und das, Leute, funktioniert tatsächlich. Das hätte ich mir gestern auf dem Weg mitnehmen sollen. So sind die. Ja, das ist meins. Bernd hat ein graues, Calvinus ist blau. Und nächste Woche nehme ich die auf jeden Fall mit in den Laden, denn da ist es richtig heiß. Vor allem da, wo mein Nagelstudio ist. Da sind dann oh, bestimmt 40 Grad. Weil das ist ja so komplett Glas, die Seite. Und ich habe zwar einen Ventilator da, aber ja, wenn die Sonne da so reinknallt, dann hilft da auch nicht viel. Und jetzt hat der Bernd so eine kleine Klimaanlage, kann man nicht sagen. Ich zeige euch das, wenn das ankommt. Entweder kommt das heute oder am Montag. Dann kann ich mir das da in die Steckdose stecken und dann, ja, damit ich da nicht komplett eingehe am Montag. Gott sei Dank haben wir jetzt die Mittagspause auf der Arbeit. Dann haben wir von 13 bis 15 Uhr frei. Und dann können wir halt auch ein bisschen spazieren gehen oder so. Und das wird einiges erleichtern. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass ich nicht wieder so Wassereinlagerung kriege. Das ist übrigens seit gestern dann komplett weg, seit Nachmittags, wo ich mich dann hier ausgeruht habe. Ich war auch bis 17 Uhr in der Wohnung. Wir sind dann erst später rausgegangen in den Garten. Das war also. Ja, und jetzt habe ich halt kein Wasser mehr in den Armen und Beinen. Aber ich habe den Ring trotzdem abgelassen, weil ich nicht wusste, falls das wiederkommt, dann ist er ab. Egal, dann mache ich den erst wieder dran oder die Ringe, wenn es kühler ist. Ja, ich wollte jetzt gleich anfangen. Wir haben hier die Vitrine, also wir haben mehrere, aber diese Vitrine wollte ich schon mal ausmisten anfangen. Ich wollte drei Kisten, also zwei Kisten, einen Müllsack machen. Müllsack kommt Müll rein, logischerweise. Eine Kiste, was in die neue Wohnung kommt. Und eine Kiste, was auf den Trödelmarkt kommt. Der Bernd möchte nämlich noch auf den Trödelmarkt. Wir haben ja so viele Sachen, die wir dann endlich loswerden können. Und er hatte schon Kartons gesammelt auf der Arbeit. Die bringt er nachher mit. Ich mache dann jetzt hier erstmal Stapel und sortiere das später alles in die Kartons, wenn er die mitbringt. Natürlich nur insoweit, wie es meine Kopfschmerzen zulassen. Umso mehr ich laber, umso schlimmer werden die. Aber ich bin jetzt auch schon 2 Tage ja, hier in der Wohnung. Außer halt gestern dieser Spaziergang. Oder halt nur spazieren gehen zwischendurch mit dem Smurfy. Und ich muss reden. Mir fehlt das. Was wollte ich sagen? Ja, ich mache ganz langsam mit dem Aussortieren. Und wir bekommen ja nächste Woche schon die Schlüssel fürs Haus. Und dann können wir halt immer, weil es muss ja renoviert werden, immer wenn wir halt hinfahren, kann man dann so ein, zwei, drei Kisten mitnehmen, dann ist das schon mal da, dass man ein Zimmer als erstes fertig macht und die da reinstellt oder drumherum arbeitet. Sorry. Wie auch immer. Dann ist es am Ende nicht so viel, weil die Vitrinen können ja jetzt auch ruhig leer sein für 2 Monate. Da brauche ich ja so nichts raus. Ich habe keine Feierlichkeiten hier geplant. Hallo. Na? Aber filmst du dich? Ich filme mich gerade selber. Ja, nimm mit. Lass dir schmecken. Willst du das nicht warm machen? Nein, ich sehe keinen. Bis Bis gleich. gleich. Ja, Davino hat heute Morgen was gekocht. Oder heute Mittag gerade. Ist ja erst 1 Uhr und da hat er sich jetzt den Rest geholt. Der kocht sehr gerne. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, dass wir hier keine Feierlichkeiten geplant haben, dass ich jetzt nicht hier das Kaffeeservice oder so brauche. Ich habe alles verschoben, also Calvinos Geburtstagsparty, meine Geburtstagsparty, halt so Kaffee trinken mit der Familie. Das mache ich alles dann in der neuen Wohnung oder Haus. Ich sage immer Wohnung, ist aber ist ein Einfamilienhaus. Und das machen wir halt alles da, weil da haben wir wirklich mehr Platz als hier. Und klar, hier haben wir jetzt den Garten, aber man weiß ja auch nie, wie das Wetter wird und so. Deswegen freue ich mich, wenn wir dann bald richtig viel Platz haben und sowas machen können, also Leute einladen können, ohne Platzmangel. Also, ich habe jetzt erstmal nur da unten die Schränke angefangen.
Man sieht das, glaube ich, gar nicht, weil das so dunkel ist. Ich habe schon das Rollo ein bisschen hoch gemacht. Ja, und schaut mal, wir haben hier jede Menge DVDs und Videokassetten. Wir haben tatsächlich noch Videokassetten. Ich habe auch noch einen Player. Hier, wie heißt das? VHS-Player. Und ich habe mir die damals geholt in England, weil ich da Englisch mitgelernt habe. Also es sind sehr viele englische Filme dabei. Erst wollte ich die behalten, weil einfach so, weil die, ja, kann man ja behalten. Aber dann habe ich gedacht, boah, wir sind so lange schon jetzt in Deutschland und ich habe diese Sachen niemals geschaut. Also können die auch weg. Dann habe ich hier bei dem Stapel Kinderfilme. Dann wollte ich erst die ganzen Kinderfilme behalten, weil ja halt noch ein Kind kommt, was bestimmt gerne auch dann irgendwann Filme schauen möchte. Und dann habe ich mir gedacht, nein, heutzutage gibt es Netflix und alles Mögliche. Und da läuft immer irgendwas. Also werde ich nur diesen einen Film behalten. Das war Calvinos Lieblingsfilm. Rudolf mit der roten Nase. Den haben wir so oft geguckt, einen Weihnachten. Und das möchte ich gerne behalten. Ist die überhaupt richtig drin? Nein. Warum ist die so komisch? Ach, das ist Rudolf 2 und 1. Ja, deswegen die eine, die darf bleiben. Und manche Sachen, sowas wie das hier, Mario Barth, habe ich mal gekauft vor langer Zeit und habe mich tot gelacht. Oder hier auch Bücher, hier Gordon Ramsay, auch noch auf Englisch und so Pink. CDs, 5 Stück, die setze ich alle bei eBay Kleinanzeigen rein und schau mal, ob ich da ja, jemand finde, der das haben möchte. Das, da habe ich mich so kaputt gelacht damals. Ja, heute gucke ich den gar nicht mehr. Aber das hier fand ich echt super. Aber guckt man auch nicht mehr. Also wenn man es dann halt ein paar Mal gesehen hat, dann wird es auch langweilig. Deswegen kann das weg. Und hier ist mein Stapel Trödelmarkt. Das sind einmal so Espresso-Tassen, die seit 10 Jahren im Schrank liegen, die ich nicht brauche oder die wir nicht brauchen. Noch CDs für den Trödelmarkt und hier so ein Receiver-Ding haben wir ja noch, was wir auch nicht brauchen mehr. Das, was nicht verkauft wird, beim einmal Trödelmarkt, kann weg. Weil wir haben so viel und ich will das nicht alles mit ins neue Haus nehmen. Das wird dann entsorgt, wenn es nicht bei einem Mal Trödelmarkt verkauft wird. Ja, so, ich mache weiter. So, hier unten sind jetzt halt so Teller und Tassen. Die lasse ich noch drin. Die sind von meiner Mama noch. Das sind so Villeroy und Boch Teller. So voll ganz alt. Aber ich mag die total gerne, weil die erinnern mich immer, die hat meine Mama immer an Weihnachten und so rausgeholt. Und die bleiben, die hole ich auch immer an Weihnachten raus. Aus, Smurfy, aus. Hast du mir geklaut? So ist fein, ne? Super, nicht klauen. Hier irgendwie so ein Scharnier oder so. So, also ich hole die auch immer raus an Weihnachten. Und hier ist noch das gute Silberbesteck. Das bleibt auch. Das, sowas gebe ich natürlich nicht ab. Und da oben sind noch so Gameboy-Spiele und Super Nintendo-Spiele. Und da wird der Bernd nochmal durchgehen, welche funktionieren und welche nicht. Und die dürfen auch bleiben. Einfach so, ja, als Erinnerung. Wir spielen sie zwar nie, aber sie dürfen bleiben. So, und hier ist es jetzt die Drohne und alles. Kamera, Laptop. Das bleibt natürlich auch. Und da sind noch ein paar DVDs, also so, da sind Fotos von früher, alle, die ich früher geknipst habe und dann auf eine Speicherkarte. Also schon sehr gut ausgemistet. Die waren komplett voll, die Schränke. Oh, und hier, da dürft ihr euch jetzt nicht erschrecken, hier ist nämlich sehr viel Staub. Ich habe auch keine Lust mehr zu putzen. So, guck mal, das ist meine Mama und ich. Da war ich 16 und da waren wir auf Mallorca im Urlaub. Ja, das darf natürlich auch bleiben. Smurfy, geh mal raus da. Ja, hier sind halt
Calvinus Milchzähne und so alles so Gerümpel, so was man immer behält und nicht wegschmeißt. Bernds Pokale. Noch mehr Pokale. Sowas bleibt natürlich alles. Hier die Tassen, die hat meine Mama mir hinterlassen, die bleiben auch. So viele Erinnerungsstücke. Die hat Calvino gebacken und den für Bernd gemacht. Und ja, weil da so viel Streusel drauf sind, haben wir den in die Vitrine gemacht, weil kann man ja nicht essen. Ja, und so ist das einfach. Alles, ja, gesammelte Werke. Hier habe ich noch einen 3D-Ultraschall von Calvino von damals. Ja, sowas gibt man nicht ab. Und ein Penisgürtel von aus Ägypten hat Bernd da zum Geburtstag geschenkt bekommen von Leuten, die wir dort kennengelernt haben. Ja, das darf alles noch bleiben. Da warte ich dann, bis die Kartons hier sind, die der Bernd mitbringt. Und dann kann ich das schon mal alles einräumen. So, der Bernd ist gerade nach Hause gekommen. Ich war jetzt noch im Garten, nachdem ich hier gut bei Deutschland geguckt habe. Der hat nämlich eine Klimaanlage geholt. Die zeige ich euch gleich. Er schleppt die gerade rein und wir müssen zu Murphy, dass er nicht rausrennt. Deswegen ist die Tür zu. Und ich zeige euch, ich habe hier so viel bei eBay Kleinanzeigen reingestellt. In der Hoffnung, dass wir nicht so viel schleppen müssen oder wegschmeißen müssen, entsorgen müssen. Und jetzt warten wir mal auf Bernd. Sind so gespannt wie Smurfy. So, ich habe ja Pflanzkästen und so bei eBay Kleinanzeigen reingemacht, weil wenn wir ja keinen Garten mehr haben, dann brauche ich auch keine Pflanzkästen. Da ist der Bernd. Und die kaputten habe ich zur Seite getan, dass wir die entsorgen können und so. Und jetzt, wer ist da? Ja, nein, noch nicht geantwortet. Okay. Jetzt gucken wir uns erstmal die Klimaanlage an. Murphy ist schon ganz aufgeregt. Was ist das? Interessiert dich gar nicht. Ach, den Ventilator hat der Bernd auch mitgebracht. Weil das probieren wir jetzt nur aus, das Klimagerät. Wenn ich es finde, werde ich es euch unten mal verlinken, welches wir haben. Hältst du ihn kurz fest? Ich halte ihn fest. Und der Ventilator, der bleibt dann hier, weil. Ja, wir haben dann das Klimagerät auf der Arbeit. Das ist für 35 Quadratmeter. Da steht das auch. 25 bis 35 Quadratmeter. Und ja, da sammelt sich dann irgendwie so Flüssigkeit. Die muss man dann leer machen zwischendurch. Ich bin gespannt. Und dann musst du extra Aufschlag nehmen. Dann muss ich bezahlen, wenn ich die Genitalien filmen Du nicht, möchte. aber deine Fans. Die filme ich nicht. Ja. Ja, was lächelst du so? Freust dich auf die Weil Kühlung? mir das in Schritt gehalten. Ich hole das hauptsächlich nur für dich. Für deine Wassereinlagerungen. Ja, für dein Umkippen dann. Und Ja. hängt dann wieder wie Und Pudding. wenn ich Oder nächst noch schlimmer, der Pudding hängt dann wie ein Pudding. Und wenn ich nächstes Jahr dann im Wintergarten Nägel mache und da ist heiß im Sommer, dann können Ja. wir da Oder kalt, klimatisieren. dann drehen wir das einfach. Kann man damit wärmen? Ja. Echt jetzt? Ja, mit dem Schlauch. Ja, Und das ist cool. ja das Fenster. Da ist nämlich extra so ein Teil Also dabei. ist es doch für nach draußen gerichtet. Ja. Ah, okay. Ja, das ist für Fenster dann, dass es Ja, raus das kann. brauchen wir ja nicht. Nee, aber dann im Wintergarten brauchen wir das. Ich dachte, das ist so ein Kondensding. Nein. Nein. Was, wo sich das Wasser sammelt und dann habe ich dich gefragt, du hast gesagt ja. Ja, ein bisschen Kondens sammelt sich da auch, muss einmal im Jahr ablassen. Ja, aber meine Mama, was sie hatte, Nein, das ist nicht das für deine musste Mama. man, weiß ich nicht, alle 3 Stunden oder so leer machen. Nein. Ich guck mal eben nur, was der Hund Der ist macht. schon durchgefroren. Hast du schon alles zerstört? Nein, du bist noch lieb. Okay, warte. Oh, ist das leicht, das Ding. Wollen wir es legen? Oder so, für kluge Menschen. Oh, das ist ja richtig klein. Also schön. Ja. Aber wenn der Hund da Ich nicht weiß, raus. wer auch so eins haben will, wenn wir sagen, das ist gut. Da kann er ersparen. Ich meine deine Eltern. So. Die brauchen nicht sparen. Ne, die haben schon gespart.
das jetzt provisorisch hier so vor die Balkontür gemacht, um es auszuprobieren. Und das sogar mit Fernbedienung, Bernd. Wusstest du das? Ja, die selber hatten damals eine Firma auf Murphy. Das ist nichts für dich. Komm hier. So, 20 Grad. Da bin ich gespannt. Lassen wir die gleich laufen, wenn wir weggehen? Ja. Haben wir. Haben wir dreimal A Batterien? Dreimal AA. Oder A? Einmal AAA. Einmal AAA. Zweimal 3A. Okay, habe ich. Zweimal 3A Batterien. Habe ich. Zwei verschiedene, aber ich habe sie. Hier. Zwei verschiedene, ne? Ja, weil wir nur einzelne davon hatten. Die waren übrig, weil man meistens drei braucht und vier drin sind. So, wir haben jetzt 27 Grad. Dann gucken wir mal, wie das nachher hier ist. Ah, da kannst du den Winkel auf. Ach so, wieder. Ja, super. Schieß den mal ins Wohnzimmer, den Winkel. Cool. Boah, die ist jetzt richtig am Powern. Bernd hat die auf 19 Grad gestellt. Die geht runter bis 5 Grad. Bis 5 Grad? Boah. Aber ich glaube, das wird unser neuer Liebling im Sommer. Wir haben eine Klimaanlage. Cool, ne? Ja. Kannst du ruhig hingehen, das vorstellen? Angenehm, oder? Ja. Mal gucken, ob sie es taucht. Oh, ist das schön. Aber muss man echt mit aufpassen, ne? Weil wenn es einmal runtergekühlt ist, wird das bestimmt mega. Vor allem wird das auch die Luftfeuchtigkeit rausziehen, weil bei uns, wie ihr seht, es ist immer hohe Luftfeuchtigkeit. Das ist bei der Hitze, da sollte es eigentlich kurz trocken sein. Ja, den Filter da quasi, ne? Ja, ist ja klar. Macht Sinn. Ich bin hier. Warum? Wo bin ich? Nein, ich bin hier. Ich wollte das Video eben verabschieden. Ja, ich würde dann jetzt zwei Tofu holen. Ja. Und für Boden willst du noch Kirschtopf mit der Arme haben? Mhm. Und Rolle? Mhm. Wenn die Brötchen haben, willst du auch ein Brötchen stabulieren? Nein, ganz frisches Brot, das würde ich bevorzugen. Und wir haben kaum frisches Brot noch da. Ja, aber das helle haben wir auch noch. Okay, sehr gut, dann. Dann bring ein Brötchen mit. Nein, dann wenn du überhaupt haben. Ja, gut. Das kommt von den Bäuchern. Nein. Bis gleich. Hm? Zieh mal Knöpfe. Ja. Nimmst keins mit. Nimm aber Schlüssel mit. Ich höre die Klingel hier nicht. Gleich. Viel Spaß. Ich melde mich zurück. Ich habe mich lange jetzt nicht gemeldet. Wir haben nämlich einen langen Spaziergang gemacht. Wir waren 2 Stunden in der Stadt unterwegs, waren in der Eisdiele, haben Eis gegessen. Also wir haben auch Besuch gehabt, wir wurden hier abgeholt, sind zusammen gelaufen, ein Eis gegessen, dann saßen wir hier noch bei uns im Garten. Die Klimaanlage hatten wir aus, während wir weg waren. Da seht ihr, wo das rausgeht, weil wir wollten nicht den Balkon so offen lassen. Und ich muss sagen, das hört ihr wahrscheinlich auch, die ist sehr laut. Also zum Schlafen wäre die nix. Hört ihr, ne? Bestimmt. Und jetzt ist es aktuell gerade ganz heiß hier. 28,8 Grad. Jetzt ist 38,5. Irgendwas stimmt da jetzt aber gerade nicht. Die spinnt gerade rum hier, dieses Messgerät. Das hat die ganze Zeit gerade no
Info angezeigt. Ich gehe mal hier raus. Ich glaube, man versteht mich gar nicht oft in der Kamera. So. Der Bernd ist eben noch einkaufen gegangen, weil der möchte morgen früh gerne veganes Rührei haben, also Rührtofu. Und deswegen holt er noch eben den Tofu dafür. Den haben wir nämlich nicht mehr. Und es ist jetzt, wie spät ist es jetzt? 9:30. Und ich habe meine Uhr, die muss ja immer geladen werden. Ich finde das Ladekabel nicht mehr. Ah, muss ich suchen. Ich habe eins gerade schon bestellt bei Amazon oder heute bestellt. Weil der Akku ist gleich leer. Und dann kann ich die Uhrzeit nicht mehr ablesen und keine Schritte und gar nichts mehr. Was ja auch nicht so schlimm ist. So. Gut, meine Lieben, ich werde den Vlog jetzt hier beenden. Und mal gucken, vielleicht vlogge ich morgen auch. Morgen ist ja Sonntag. Wir werden morgen im Garten anfangen mit dem Rückbau. Also den alten Hühnerstall ein bisschen abbauen. Aber wir werden das hauptsächlich frühmorgens und am späten Nachmittag machen. Weil bei 36 Grad, da machen wir das nicht. Dann legen wir uns schön hier hin mit Klimaanlage. Also die kühlt echt gut, aber die ist echt laut. Hm. Gut, ich werde das Video jetzt beenden. Und ich danke euch fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!